Schritt Nummer 9 bzw. Schritt Nummer 3 bei der Real Vision Installation ist Project Reality Climates of Tamriel, mittlerweile in Version 5.0. Also Rechtsklick drauf, Link in neuem Tab öffnen. Direkt danach werden wir True Storms installieren und danach noch Lightning During Thunderstorms und den Climates of Tamriel Patch für Lightning During Thunderstorms. Diese beiden unteren Sachen sind zwar für Version 3.1 noch geschrieben von Climates of Tamriel, funktionieren aber auch tadellos mit Version 5.0. Supreme Storms mag ich tatsächlich nicht so gerne, denn Supreme Storms nimmt einfach im Schneesturm einem komplett die Sicht. Man sieht einfach überhaupt gar nichts mehr. Das mag realistisch sein, ist aber fürs Spiel irgendwie scheiße. Finde ich. Wenn ihr das gerne machen wollt, installiert es. Achtet aber drauf, auch Supreme Storms, meine ich bin mir gerade nicht sicher, ist noch für eine alte Version von Climates of Tamriel. Genau wie den Wetterpatch, den brauchen wir auch nicht mehr, der ist in Version 5.0 von Climates of Tamriel schon mit dabei. Wir gehen also in Climates of Tamriel unter die Files und laden Version 5.0 herunter, einfach mit Download. With Manager und Continue. Gleiches bei True Storms. Auch hier in die Files Thunder and Rain Redone Version 1.5. Wir nehmen nicht die Lite-Version, wir nehmen die ganz normale Version. Download with Manager, Continue with Download. Und auch bei Lightning During Thunderstorms, also das macht einfach so wunderschöne Blitze, während Stürmen, die auch bei einem selber einschlagen können. Das kann man aber auch nicht ganz so hart machen, dass sie halt nur in den Zellen drumherum einschlagen. Das mache ich eigentlich immer, weil das kann ganz schön Aua geben. Und es muss ja auch nicht sein, dass irgendwie bei jedem dritten Sturm ein Blitz in mich einschlägt. Also auch hier Files und direkt die erste Version 23 wählen. Und hier ist auch der COT Lightning Patch schon drin. Den finden wir hier auch nochmal lose, glaube ich. Ja, das dürfte der gleiche sein. 2 Kilobyte. 2 Kilobyte, ja. Brauchen wir den hier gar nicht zu nehmen. Wir nehmen einfach den von hier. Den COT Lightning Patch 3.1. Klick. So. Und gehen zurück in unseren Mod Manager und das dauert gerade hier noch 20 Sekunden, bis Climates of Tamriel runtergeladen ist. Climates of Tamriel ist übrigens nicht nur einfach eine Wettermod, die installiert hunderte verschiedene Wetterarten, sie installiert einen neuen Himmel, installiert neue Wolken, die Fox in den Bergen, Audioeffekte, alles mögliche, also eine riesengroße, super geile Mod. Als erstes also Climates of Tamriel installieren. Jetzt muss ich das hier mal ein bisschen aufschieben, damit wir da drüben wieder was sehen können. Dawnguard und Dragonborn installieren wir natürlich nicht, es sei denn, ihr habt es, dann bitte installieren. Wir nehmen das Default. Interiors machen wir uns ein bisschen wärmer. Ich finde dieses warme Licht in den Innenräumen super schön. Mainfiles Climates of Tamriel müssen wir natürlich installieren. Und hier könnt ihr jetzt gucken, die Nacht ein bisschen dunkler zu machen. Ich mache das Night Level 1, denn sonst ist es beim Let's Play einfach so störend, wenn man nachts überhaupt nichts sieht. Deshalb nehme ich Nacht Level 1. Ihr könnt es aber auch gerne dunkler machen, dann sind natürlich Feuer und Fackeln sehr viel benutzbarer und sinnvoller und natürlich auch die Magie ein bisschen schöner im Spiel. Ich bleibe bei Version 1 und wähle Finish. Das dauert jetzt wieder ein klein bisschen, bis das installiert ist. Oh, das ging schnell. Wunderschön. Dann installieren wir die True Storms. Nehmen hier Climates of Tamriel. Das müsste zusammen funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zusammen funktioniert. Und hier das Realistic Lightning Overhaul. Den installieren wir nämlich... Ach so, man kann nur eins davon auswählen. Dann lasst uns Climates of Tamriel auswählen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, aber dadurch, dass wir Realistic Lightning Overhaul eh danach noch installieren, wird das wohl richtig sein. Also True Storms für Climates of Tamriel installieren, Finish.
und dann wieder hochscrollen und die Minty Lightning Mod installieren und den Patch dazu auch noch. Wunderbar. Wir kommen zur Beleuchtung und machen dazu wieder unseren Browser auf. Wir sind immer noch auf der Real Vision Seite. Jetzt gibt es drei Optionen. Einmal Realistic Lightning Overhaul, dann ELFX und ELE. Es gibt dazu Vergleichsvideos auf YouTube. Schaut einfach mal rein, was ihr am schönsten findet. ELFX ist wohl das, was am fantastischsten ist, also was am buntesten aussieht und am vibrant, also viel Farben und sowas alles. Sehr, sehr dicht alles, sehr, 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 sehr krass, finde ich. Realistic Lightning Overhaul, also ELE ist fast genauso, vielleicht nicht ganz so bunt, und Realistic Lightning schafft einfach, wie ich finde, das angenehmste Licht für Skyrim. Es sieht sehr realistisch aus und ist trotzdem noch sehr warm dabei. Also wir klicken hier auf Realistic Lightning Overhaul, auf die Files, laden uns den NMM Bane Wizard Installer runter. Download with Manager. Continue. Und hier unter den Updates noch Version 4.0.8.0.2. Auch nochmal Download mit Manager. Continue. So. Das geht tatsächlich relativ schnell, denn auch wenn die Mods sehr viel Einfluss haben auf das, was wir sehen in Skyrim und wie wir es sehen, sind sie trotzdem sehr klein, denn sie verändern eigentlich nur INI-Werte, also Lichtwerte für das Spiel. Realistic Lightning Overhaul, Doppelklick. Wir nehmen die Custom Selection hier ganz unten, ganz wichtig. Klicken auf Next. Wählen die Major Cities aus, wählen die Major City Exteriors aus, wählen die Dungeons aus. Lassen die beiden hier auf jeden Fall weg, also nicht auswählen. Hier unten die Miner Cities noch und wenn ihr Dawnguard habt, natürlich Dawnguard auch noch auswählen. Die Adaptive Interiors auch auf jeden Fall weglassen. Also nur 1, 2, 3, 4 Sachen auswählen und auf Finish klicken. Und das Update noch drüber bügeln und das war's. Jetzt kommen wir zu Punkt 10. Punkt 10 ist die eigentliche Installation des ENB. Dafür müssen wir wieder ein bisschen weiter ausholen. Das ist ein kleines bisschen komplizierter als wieder nur im Mod Manager. Und danach seid ihr völlig frei. Das heißt, danach könnt ihr alle möglichen Mods installieren, die ihr installieren wollt. Entweder meiner Anleitung hier weiter folgen und die Mods installieren, die euch interessieren. Ich sag immer ein klein bisschen was zu den Mods, die wir noch installieren. Oder ihr könnt einfach auf der Webseite hier, auf der Nexus-Webseite unter Browse Files einfach zum Beispiel hier die Most Downloaded Sachen auswählen, also die, die am meisten gedownloadet wurden und euch dann eins nach dem anderen hier durchklicken und euch angucken, was euch davon gefällt, was euch nicht gefällt. Und die Sachen nacheinander weg installieren. Wie gesagt, immer bitte mit lesen, was zu den Mods steht, denn manche Mods wie SkyUI zum Beispiel andere benötigen noch andere Punkte als nur den Mod in den Mod Manager zu hauen und ihn zu installieren. Wir werden davon aber auch einige, wie ich finde, die wichtigsten Punkte in den weiteren Videos machen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum wichtigsten Punkt, Punkt 10, der ENB. Die Installation des eigentlichen ENB, Punkt 10. Sehr spannende Sache, denn ein ENB verändert nun mal das komplette Bild von Skyrim, beziehungsweise das komplette Bild vom Spiel. Gibt's ja auch für Fallout und so weiter. Was genau macht ein ENB? Ein ENB ist ein Zusatzprogramm, was quasi gleichzeitig mit dem Spiel läuft, was sich wie ein Filter über das Spiel legt und alles verändert quasi. Also die komplette
Sicht auf das Spiel, die Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangszeit. Wie wird das Licht wiedergegeben von bestimmten Objekten? Wie stark streut das Licht innen, außen? Wie lang dauert die Nacht? Wie dunkel ist die Nacht? Bla bla bla. Diese ganzen Sachen werden mit einem ENB geregelt. Und in diesem Fall hier ist das der Real Vision ENB. Hier steht unter Punkt 1 Download ENB Version 0279. Vom enbdev.com. Wir klicken da einfach Rechtsklick drauf, in neuem Tab öffnen. Dann öffnet sich diese enbdev.com Webseite. Da klicken wir auf News und dann auf Download und dann suchen wir hier ganz unten nach TES Skyrim. Und hier sehen wir schon, dass es neuere Versionen gibt, dass wir die 0279 gar nicht mehr hier drin haben. Nehmt einfach immer die neueste Version. Damit macht ihr nichts falsch. Ich nehme also jetzt hier Version 3.08 und lade mir die herunter. Da müsst ihr nochmal nach ganz, ganz unten scrollen. Und da gibt es dann diesen kleinen Button, wo ihr das mit runterladen könnt. Ja, nicht sonderlich schön gemacht, aber... es funktioniert. Wir müssen in unser Download-Verzeichnis. Klick. Und da haben wir ENB Series. Das öffnen wir. Wir öffnen die Wrapper-Version. Und gleichzeitig unser Verzeichnis von Skyrim. Also bei mir D, Spiele, Steam, Steam Apps, Common, Skyrim. Und jetzt brauchen wir nur zwei Dateien, nämlich die D3D9DLL. Und jetzt muss ich gerade selber mal nochmal nachgucken, welche andere das war. Und die ENB-Host-Exe. ENB-Host-Exe. Und diese beiden Dateien schieben wir jetzt einfach per Drag-and-Drop in unseren Skyrim-Folder. Klick, da sind sie. Alle anderen Sachen sind jetzt in der Real Vision Mod erhalten. Das heißt, die werden wir gar nicht hier rein kopieren. Wir werden das einfach wieder schließen und zurück in den Browser gehen und hier nach ganz oben scrollen. Auf Files gehen. Und hier den Auto-Installer für Version 2.7.9b herunterladen. Klick. Das geht tatsächlich auch relativ schnell. Den suchen wir jetzt hier. Da ist er, Real Vision ENB 279. Auch wenn der hier 279 heißt, es macht nichts, wenn die Version von der ENB, die ihr installiert habt, jetzt die 3.08 war. Nach oben hin ist es immer kompatibel, nach unten nicht. So, also wir klicken hier drauf. Und nehmen Option A. Für Realistic Lightning Overhaul. Ihr seht jetzt, hier gibt es auch die ELFX-Sachen. Wir bleiben bei der vollen Version für RLO und natürlich die Main-Files mit installieren. Next. Hier könnt ihr euch eine Sonne auswählen, welche ihr gerne haben möchtet. Decent, Nova, Warmer oder Normal. Ich nehme gerne die ein bisschen wärmere Sonne. Hier könnt ihr die Shader, also diese Sunsprite-Dinger, noch auswählen. Die nehme ich gerne, die finde ich schön. Black Bars on Bottom and Top, wenn ihr die unbedingt haben wollt. Ich finde sie total blöde. Fantasy-Effekt möchte ich auch nicht haben, der ist mir viel zu bunt. Und Depth of Field, dynamisch sagt einfach, dass wenn ihr Sachen nah anguckt, werden die im Hintergrund ausgeblurrt. Wenn ihr Sachen im Hintergrund anguckt, werden die nahen Sachen ausgeblurrt. Ich finde Depth of Field sehr, sehr schön. Es kostet natürlich ein bisschen Performance, aber es sieht einfach unglaublich geil aus. Also das Bokeh einfach, das Depth of Field auf jeden Fall auf dynamisch lassen und mit installieren, kann ich euch nur zu raten. Next. Wir nehmen den Real Vision Installer und der sagt hier, dass wir gleich in Steam Apps Common Skyrim, also in unser Skyrim Data Folder gehen müssen. Und da gibt es eine File, die heißt rv-launcher.exe und die müssen wir nach der Installation noch ausführen. Also klicken wir hier auf
Finish und gehen dann noch einmal in unser Skyrim-Verzeichnis unter Data. Und hier seht ihr schon Real Vision ENV Files. Da klicken wir rein. Und dann findet ihr hier den rv-launcher.exe. Den müssen wir ausführen. Wir klicken auf Install. Jawohl, wenn ihr gefragt werdet. Dann kriegt ihr hier so eine schöne Auswertung, was ihr für eine Grafikkarte habt, wie viel Videomemory die hat und so. Das ist natürlich jetzt hier falsch, die hat 8000, aber das machen wir alles im nächsten Video. Das wird nochmal sehr interessant. Da setzen wir nämlich die SKSI-INI-Datei. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auf euer System spezifisch die Sachen setzt, denn nur dann läuft Skyrim auch wirklich flüssig und gut. Aber jetzt habt ihr es installiert, ihr klickt erstmal auf OK, könnt die INI noch setzen, das machen wir gerade. Wir backen unsere alte Skyrim Prefs INI, machen wir noch ein Backup, klicken also auf Ja und nochmal auf OK und auf Exit. Das war's, ihr Lieben. Jetzt könnt ihr hier oben mit Launch SKSI Skyrim starten, beziehungsweise nein, halt, stopp. Wir gehen erstmal noch in die Plugins hinein. Und Skyrim ESM ist jetzt hier gerade nicht ausgewählt. Das liegt daran, dass wir während der Nexus Mod Manager offen war, Loot aufgemacht haben. Das heißt, wir müssen den erstmal wieder schließen. Aber sowieso sollten wir nach dem ENB und nach der Lichtinstallation Loot noch einmal aufrufen. Und auf jeden Fall nochmal testen und noch einmal durchscrollen, ob irgendwelche Fehler noch drin sind. Sehen hier schon zwei Fehler, nämlich das Plugin Climates of Tamriel Interiors Warm ist nicht mit Realistic Lightning Overhaul Major Cities und Minor Cities Interiors kompatibel. Das heißt, wir müssen Climates of Tamriel nochmal deinstallieren und nochmal wieder installieren. Wir gehen hier raus. Klicken auf den Nexus Mob Manager. Sowas ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall immer noch mal Loot aufrufen, wenn da Warnungen sind. Auf jeden Fall mit TES5 diese Warnungen beheben. Wenn Fehler da sind, sollte man diese auf jeden Fall beseitigen. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Mods. Suchen nach Climates of Tamriel 5. Und deleten das nochmal from all profiles und installieren das nochmal. Wählen hier wieder Default aus. Wählen jetzt nicht das Interior Warm, sondern das Default, Climates of Tamriel und das Night Level 1, Finish. Und damit müsste der Fehler behoben sein. Ich gehe hier nochmal raus, klicke wieder auf Loot. Und sortiere noch einmal. Und wir sehen, der Fehler ist weg. Bei euch ist wahrscheinlich, ich habe das nämlich eben schon gemacht, habe aber vergessen, das aufzunehmen. Hier noch ein Fehler bei TrueStorms.esp, beziehungsweise noch ein gelbes Band. Wir wenden das ganz kurz an, gehen raus. Und jetzt können wir auch direkt noch, wenn wir schon mal dabei sind, da wo wir TES5-Exe hin installiert haben, einfach eine Verknüpfung erstellen und diese noch ganz kurz auf den Desktop ziehen, denn das brauchen wir auch immer wieder, das Programm. Also rein in TES5-Exe, Rechtsklick, nicht selektieren, TrueStorms anhaken, OK klicken, das kurz durchlaufen lassen, Rechtsklick, Apply Filter for Cleaning, kurz warten. Rechtsklick, Remove Identical to Master Records, yes, ich bin sicher. Rechtsklick, Undelete and Disable References. Und wenn ihr jetzt auf Schließen klickt, müsste das Fenster noch kommen, das ihr speichern sollt. Einfach da wieder auf OK klicken. Bei mir kommt das jetzt natürlich nicht, denn ich habe nichts geändert. Ich habe das ja vorher schon vernünftig gemacht. Und wenn ihr jetzt den Nexus Mod Manager startet und Skyrim auswählt, dauert es ein klein bisschen länger als am Anfang, denn er muss jetzt schon ein paar Mods mehr laden. Da kommen aber noch einige dazu im Laufe unserer Installation.
Und jetzt müsste alles fein aussehen, wenn ihr auf Plugins klickt, das Ganze aufzieht. Da dürfte kein Gelb oder Rot mehr drin sein. Die sind alle in der richtigen Reihenfolge. Und wenn ihr auf Launch SKSI klickt und auf Ja, müsste nach kurzer Dauer euer Skyrim starten und ihr seht dann gleich oben links in der Ecke vom Bildschirm die Einblendung vom ENB. Wir warten kurz das Intro ab, da oben links seht ihr schon ENB Series 0.308. Und sobald das ausgeblendet wird, kommt die gelbe Einblendung für Shift und Enter. Wenn ihr Shift und Enter gleichzeitig drückt, kommt ihr in dieses wunderbare Menü hier rein. Ich drücke nochmal Shift und Enter, damit wir da wieder rauskommen. Nein, ich möchte nicht mit dem letzten Spielstand fortfahren. Jetzt könntet ihr hier unter Neu einfach direkt ein neues Spiel starten. Aber das wäre ja der Anfängermodus. Wir haben noch einige Installationen vor uns. Auch wenn es jetzt schon ganz schick aussieht, unser Skyrim, da ist noch einiges drin. Deshalb klicken wir wieder Verlassen und machen mit Punkt 11 weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir einen Daumen da. Da unten findet ihr auch einen Button, wenn euch das ganze Video gefallen hat. Die Videos vielmehr. Da könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Das würde mich ganz, ganz doll freuen. Auch wenn es irgendwie nur einen Dollar ist oder so. Das ist völlig egal. Das ist immer noch mehr, als ich je über die Werbung in YouTube verdienen werde. Von daher freut es mich einfach, wenn ihr da unten draufklickt und mich unterstützt. Guckt weiter die Videos. Viel Spaß damit. Danke fürs Zugucken. Tschüss.